Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz. Unser BFC Dynamo besiegt vor 1418 Zuschauern Tennis Borussia Berlin mit 4:1. Die Tore haben geschossen in der 9. Minute Andreas Pollasch, in der 17. Minute Christian Beck, 28. Minute trifft Chris Rea und 31. Minute Christian Beck nochmal. In der 70. Minute das 4:1 durch den Spieler mit der Nummer 17 Bär. Unserem Gästetrainer Abu Njay wird er zuerst ein Fazit zu ziehen. Genau. Einer dir, deiner Truppe, dem BFC, Glückwunsch zum Sieg. Denke, tut euch ganz gut, wenn man das chronologisch angeht, das ganze Spiel. 0-1 kriegen wir keinen Druck auf den Ball. Wieder in einer gewissen, in einer sehr, sehr gefährlichen Zone machen wir das sehr schlecht. Das 0-2 machen wir einen Raum auf, wo sie dann den Ball gut reinspielen. Und dann das 0-3 haben wir eine tolle Idee. Das 0-4 lassen wir uns austanzen. Der BFC, ja, denke mal, dass wir der dankbare Aufbaugegner für den waren. Zweite Halbzeit hat der BFC, denke ich mal, einen Gang rausgenommen, was auch menschlich ist, was der Trainer wahrscheinlich nicht so gut findet, wo wir dann gesagt haben, wir gehen zumindest raus, vergessen die zweite Halbzeit und sehen zu, dass wir die zweite Halbzeit gewinnen. Wir haben Charakter bewiesen, wir haben gezeigt, dass, ja, dass wir schon einige Dinge aufarbeiten müssen, aber dass wir noch leben und es hat zweite Halbzeit, auf der zweiten Halbzeit kann man aufbauen. Dementsprechend, Rainer, alles Gute. Ich weiß, wie schwierig das ist oder ich komme hier aus der Stadt. Ist nicht einfach, in dieser Stadt zu arbeiten und vor allen Dingen, wenn man dann den Meister übernommen hat, so hohe Erwartungen. Leider Gottes blickt da keiner hinter, wenn dann Schlüsselspieler bei dir fehlen, um dann das Übergangsspiel, speziell die Eröffnung, Übergangsspiel, Chancen kreieren. Da fehlen dir sehr, sehr wichtige Säulen und ich drücke dir die Daumen persönlich, dass du das hinkriegst. Für unsere Zuschauer soll ich keine Bange machen, wir werden nächste Woche definitiv eine Reaktion zeigen. Danke. Danke, Abu. Unser Trainer, Heiner Backhaus, an der Stelle das Wort, dein Fazit zu den 90 Minuten. Abu, vielen Dank für deine Worte. Aus fachmännischer Sicht hat man das immer gerne. Wir stehen familiär, glaube ich, in keinem Verhältnis oder wir kennen uns freundschaftlich auch gar nicht. Deswegen finde ich es gut, dass du das siehst. Ich glaube, wir Trainer, wir wissen ganz genau, wie man sich zu welchem Zeitpunkt, welchem Club auch fühlt. Das gehört dazu. Da bin ich beim Thema. Ich möchte das Spiel gar nicht mehr groß weiter analysieren. Da war alles drin. Wenn es nach 31 Minuten 4-0 steht, dann haben wir relativ viel richtig gemacht. Auch von der Mentalität, von den Abständen, vom Druck im Spiel, von der Präsenz. Und dann am Ende, ja, natürlich ist es menschlich, aber als Trainer möchtest du kein Gegentor kriegen und du hast auch in der zweiten Halbzeit noch mindestens 2-3 Chancen, die du machen musst. Aber so ist es halt nicht gekommen im Spiel. Ich glaube, wir haben eine sehr lange Phase jetzt gehabt, wo wir nicht gewonnen haben. Das haben wir heute beachtlich geschafft und damit möchte ich eigentlich auch mein Statement so belassen. Denn am Ende ist die Welt nicht sofort rosarot, wenn man 4-1 gewinnt. Genauso war sie für mich persönlich nie so dunkel, wenn man mal ein Spiel verliert. Wir haben Spiele verloren, meistens dann auch in Unterzahl, was natürlich für uns gerade auf dem Prozess des Pressings etc. dann immer auch so ein bisschen Genickbruch darstellt. Deswegen ist das heute ein toller Tag für den BFC, für die Fans, die heute uns sensationell gut unterstützt haben. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Heiner, gibt es Fragen seitens Presse? Rainer, du hattest ja angekündigt, dass bei Marvin Kleist das nicht für 90 Minuten reicht. Er meinte bevor zu mir im Gespräch mit dir, 45 Minuten hätte es gelangt, eventuell, sagte eine halbe Stunde, waren es jetzt, glaube ich. Wahrscheinlich kann man dieses Stück ihn weit jetzt von Mal zu Mal mehr aufbauen, um halt eine weitere Alternative zu haben, ja? Ja, nicht nur eine Alternative. Also Marvin Kleist ist schon ein Spieler, als ich in die erste Woche das Training gesehen habe von der Mannschaft, das ist schon einer der Spieler, wo es auch am Ende darum geht. Und ein Spieler, der sehr, sehr gute Lösungen hat in engen Räumen, der immer wieder spielerische Lösungen, Mittel findet, Ketten zu überspielen. Ja? Und mittlerweile auch gegen den Ball ein guter Balleroberer geworden ist. Wenn man dann heute in der zweiten Halbzeit bewusst rechts hinten hingestellt, dass er nicht so viele Zweikämpfe hat, wo er sich aber ein bisschen an das Tempo gewöhnen kann, das war für ihn heute, glaube ich, ein richtig guter Tag. Daran anknüpfend, sehr bemüht, aber für ihn kein guter Tag. Amazulic, sag ich mal, was musst du dem Jungen machen, dass der mal sozusagen sich selber diesen der Knotenplatz oder er selber noch mehr auf sich selbst zufrieden? Also seine Aktion vor dem 2-0 war es, glaube ich, beim Backboard auch nicht, das war hervorragend gemacht, nach meinem Dafürhalten, weil er hätte auch selber schießen können und das wäre weniger aussichtsreich gewesen. Aber trotz allem war er insgesamt, trotz allem, nach meinem Dafürhalten, eigentlich glücklos.
Richtig, aber Masulic hat im ersten Spiel in ZFC Meuselwitz, da hat er, glaube ich, 3 oder 4 Mal vor bei uns mittrainiert und hat dort einen Elfmeter rausgeholt und hat eine Vorlage auf Christian Beck gegeben. Und alle haben nur davon gesprochen, dass der Beckus 2 Tore gemacht hat. Aber beide kamen von Masulic initiiert. Und auch heute hat er wieder einen Assist gemacht, er arbeitet gut gegen den Ball. Insofern, wenn du als Stürmer keine Chancen hast, ich glaube, das ist ein Problem und die hat er. Insofern ist es in Ordnung, dass er mal jetzt so eine Phase durchlebt, aber er hat meine vollste Rückendeckung. Denn Stürmer braucht ganz viel Liebe, wenn er nicht trifft und nicht nur Druck. Das war's. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Eine Frage, ich spreche jetzt, glaube ich, vielleicht aus mir. Grob richtig, ja. Ja? Gut, aber ich stelle die Frage, der Name ist nicht so wichtig. Gut, die Frage ist ja trotz allem, Sie haben jetzt 1 Punkt aus 8 Spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Diese Liga hat mindestens 2 Absteiger, wahrscheinlich sogar noch mehr. Wie schwer fällt es da von Woche zu Woche seine Jungs, das ist ja auch eine sehr junge Truppe, wenn ich das richtig sehe, zu motivieren und wieder ranzuführen, wenn man Woche für Woche irgendwo sich bemüht und doch auf die Fresse kriegt? Teilweise ja auch deutlich. Das ist ja das, was ich Heiner vorhin auch gesagt hat im Statement. Das wäre ganz gut, wenn man gewisse Dinge auch hinterfragt, warum die Situation so ist, wie sie ist. Es gibt Gründe. Wir haben uns für den Weg entschieden. Ich bin sehr, sehr verwundert, dass wir in den ersten Gesprächen schon gesagt haben, dass es eine schwere Saison wird. Und das ist es nun mal tatsächlich, weil die Liga qualitativ besser geworden ist. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir woanders punkten. Wir hatten uns heute eine Menge vorgenommen und die Fehler, die wir gemacht haben, hat der BFC brutal ausgenutzt. Der BFC hat brutale Qualität. Es ist der amtierende Meister. Das vergessen einige. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mir das nochmal anschauen in der Aufstellung. Aber ich glaube, in der ersten Elf hat der BFC Dynamo keine U23-Spieler gehabt. Weiß ich jetzt nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 8 U23-Spieler. Und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal, was der BFC nun mal hat. Und wir müssen und werden definitiv woanders unsere Punkte holen. Wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen in den letzten 4, 5 Wochen. Die letzten 2 Spiele waren halt gegen einen Aufsteiger, der kein Aufsteiger ist. Weil wenn du einen Bundesligaspieler verpflichten kannst, ja, und die Kohle dafür hast, dann ist das kein normaler Aufsteiger, was Greifswalder hat. Und wenn du dann zum BFC kommst, wo du dir eine Menge vornimmst, wo eigentlich auch hätte aufgrund der Ergebnisse vorher, hättest du vielleicht was holen können, wenn du nicht so einfache Fehler machst und viel mehr das Spiel länger offen hältst und einen Fight den lieferst, dann ist was drin. Aber ich sage es ganz klar, ja, man muss ein paar Mannschaften hinter sich lassen und das werden wir. Das werden wir und wir müssen einfach ruhig bleiben. Das ist das, was ich sage. Das ist eine Frage der Zeit, weil wir spielen ja trotzdem angesehenen Ball. Wir bolzen ja nicht durch die Gegend, sondern wir wollen Fußball spielen. Und das ist wichtig für die Jungs, dass sie das auch lernen. Und es geht immer darum, sprich zumindest so war mein Charakter als Spieler, ja, auf die Fresse kriegen ist das eine, aber wichtig ist, wie du damit umgehst. Ja, das ist das Wichtigste und die Jungs haben zweite Halbzeit auch nochmal, ich betone es, der BFC hat weniger gemacht, aber Haltung bewahrt und haben es ordentlich gespielt. Und ja, der Kollege hat vollkommen recht, sie hätten 2, 3 Tore vielleicht noch machen können, zweite Halbzeit, aber wir hatten ja auch noch die ein oder andere Einschusschance, die klarer war aus meiner Sicht. Also von daher ist es nicht alles schlecht. Wir haben heute gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft verloren, müssen die Dinge analysieren, werden die Dinge analysieren und werden nächste Woche gegen Halberstadt definitiv ein ganz, ganz anderes Auftreten haben. Und ja, dann hoffen wir zu Hause, dass wir 3 Punkte ziehen. Und da möchte ich dir als Trainerkollege auch nochmal was zu sagen. Du hast heute in der, glaube ich, direkt nach dem 1-0 eine Riesenchance vergessen. Ja, also da stehst du frei vom Tor und du hast auch ein Tor geschossen, was der Schiedsrichter abpfeift, wo wir in den Zweikampf gehen. Also, ist jetzt auch nicht, ne, das ist alles immer der schmale Grat. Und wenn du halt so eine Situation gerade hast, deswegen kann ich dir nur den Tipp geben, auch wenn wir uns nicht so gut kennen, bleib bei dir, weil ihr habt eine gute Mannschaft und ihr müsst es weitermachen. Noch weitere Fragen der Presse? Ich sehe, sind keine mehr, dann schließt sich an der Stelle die Pressekonferenz. Dennis Borussia an der Stelle alles, alles Gute im Rest der Saison, dass ihr die fleißigen Punkte holt, um drin zu bleiben. Uns auch alles Gute, bis zum nächsten Spiel. Sportfrei.